Na, haben wir nicht diese Schriftrolle gefunden? Ich frage mich, ob wir hier in feindes Land einfach rasten sollten. Ich bin versucht, in die Küche zu gehen, die Tür zuzumachen und dann dort zu rasten. Also rein theoretisch wäre es nicht ratsam, hier zu rasten. Deswegen gehen wir erstmal in den Keller runter. Speichern natürlich. Ah, das gute alte Speichern. Und dann wird nochmal gerastet. Ja. Wobei jetzt wilder Geist. Verbrauchsgegenstandsdauer. Und Schaden gegen Flankieren ist auch nett. Schadensreduktion. Ah ja, ist auch nett. Gegen Gefäße. Du hast nur Schadensreduktion. Du auch. Okay, das soll uns alles nicht behindern. Stimmt, Dunrypsion. Was wollte er eigentlich? Ich hab ihn ignoriert. Ach, er sucht nach Arbeit. Ach, verdammt. Aber hätten wir das dann hier erledigen können? Wahrscheinlich. Wie viel Geld wir auch schon wieder haben. Herrlich, können wir irgendwas bauen? Fertiggestellt, kaufen. Ja, jetzt können wir den westlichen Wachturm bauen. Das ist doch toll. Ach so, der Burghof wird gerade gebaut. Okay, alles klar. Uralte Erinnerungen, 3 Treffer. Gut, wir steigen mal wieder hier hoch. Ringelpiez mit anfassen. Gut, wenn wir oben sind, wir hatten ja... dann gehen wir mal wieder hier um die Ecke. Die Frage ist, ist es ratsam, die Burg zu clearen? Aloth. Wieso steigt seine Erfahrung nicht? Wir haben doch... Ist das ein Bug? Er ist jetzt nicht mehr gestorben, aber er... Also wir haben jetzt schon wieder 44... Erfahrung und er ist immer noch bei 9.899. Was ist mit ihm los? Wieso kriegt er keine Erfahrung? Wieso steigt er nicht auf? Ist er darauf angelegt, nur bis Stufe 4 aufzusteigen und stirbt dann? Was ist mit ihm? Das verstehe ich nicht. So, wir steigern unser Wissen. Hatten wir hier nicht eine Schriftrolle mit so einem Verdammt. Ja, hatten wir. Aber wir müssen kampieren. Das haben wir doch gerade gemacht. I'll have it in no time. Ich glaube ich nicht. Verschlossen. Schwierigkeit Grad 8. Aloth Mechanik 4. Unsere Charaktere, was haben die denn da alles so? Ich frage mich, ob wir... Warum steigt er nicht auf? Das beschäftigt mich.
Anzahl der Bewusstlosigkeiten 9. 7, 4, 1, 7, 3. Sie ist ja, am seltensten. Sehr komisch. So, wir sind voll. Wir sind voll. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir schleichen zurück auf die Zinnen, gehen außen rum. Wir gehen außen herum, steigen dann da die Ranken herunter und besuchen unsere Händler in der Feste. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wir sollten uns für die Zukunft merken, ein bisschen mehr auf das zu hören, was die Burgvogtin uns mitteilt. Denn die macht das ja nicht nur so zum Spaß. Hier sind noch ein paar Wachen, aber die konnten wir gut austricksen. Und den Rest haben wir eigentlich geklärt, ne? Da rennen wir jetzt mal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Oder könnten wir auch noch runter? Die Frage ist, ob wir das sollten. Ja. Der Morgen graut und mir graut vor anderen Dingen. Nicht wirklich. So, ab dafür. Besuchen wir mal Chetnoir. Ja. Ist zwar eine Reise, die anscheinend ewig dauert, aber... Wow. 5 Verbesserungen in der Festung als Errungenschaft. Das ist doch fein. Da können wir gleich das nächste... in Auftrag geben. Und zwar, ja, einen westlichen Wachturm. Und dann gucken wir mal in der Leuchthöhle vorbei. Ist gerade so ein schöner Tag. Hier wurde offensichtlich auch ein bisschen aufgeräumt, ne? Die Hütten sind zwar alle verfallen, aber ein bisschen aufgeräumter ist hier schon, oder? Naja, offensichtlich nicht so. Nicht so wirklich, aber es ist ein bisschen schöner und freier geworden. Die Leuchthöhle sieht auch nett aus. Und hier, oh, hier können wir es uns inzwischen angucken. Können wir wahrscheinlich irgendwann noch einen Garten daraus machen. Das war doch die Leuchthöhle, oder? Wo sind denn unsere Händler jetzt? Sind die jetzt hier? Hallo? Sind hier Händler? Die Händlerstände. Moment, da muss ich das wohl mal nachlesen. Burg. Türme, südliche Ringmauer, erfordert westlichen Machtturm, den bauen wir ja gerade. Hauptburg, Instandsetzung, Türme, Bibliothek, nicht genug Gold, ja, die Händlerstände. In der Herrenhalle. Natürlich in der Herrenhalle, weil es wäre langweilig gewesen, wenn wir von Anfang an richtig gewesen wären. Das geht nicht. Wo kommen wir denn da hin? Vielleicht will die Vogtin auch mal mit uns sprechen, warum wir uns so schäbig um die Leute kümmern. Der eine ist ja extra gekommen, wurde fast überfallen, wir konnten ihn retten, aber... So, die Herrenhalle. Hallo, Händler? Wo bist du? Hier? Ja, hallo, Allgemeinwarenhändler, wie geht es dir? Good day, Stranger. Ah, ich grüße. Interesse an einer neuen Klingel? Klinge? Nicht Klingel? Ja? Wenn ich euch damit auf den Kopf haue, dann klingeln euch aber die Ohren. Vielleicht eine Axt? Haha, wer gerne durch die Welt reist und Abenteuer erlebt, der findet bei mir, was er braucht. Oder vielleicht ein paar Zutaten und Gewürze? Na, wie wär's? Also ich wäre eher so an Campingbedarf interessiert. Ich habe auch Öle und Tinkturen für Wunden und Verletzungen. Das klingt gut. Zeig mir deine Ware.
Öle und Tinkturen für Verletzungen. Schwache Regeneration. Ach, Ausdauer. Ausdauer. Ja. Hast du Campingbedarf? Offenbar nicht. Naja, vielleicht können wir ja auch Sachen verkaufen, ne? Nein. Guter Schuppenpanzer. Ach komm. Ach so, das ist sortiert. Können wir nicht allgemein? Ach ja, doch, allgemein. Sehr schön. Ja, wir verkaufen auch diese drei Pfeilen und dann noch dies und das. Und den Spitzhelm. Das Gefühl, vielleicht können wir gleich mal selber kochen. Und alle Pfeilen und das noch. Und ach, wir haben noch ein paar Zauberbücher von Osria noch. Ei, das ist doch fein. Das kann unser Herr Arloth einmal lernen. Und dann später vielleicht mal. Flinke Füße, können wir schon fesseln. Das Netz ist doof, das ist wie Dings, wie heißt das nochmal? Oh, euthasianische Gebiete wären eher etwas für Shitur. Ist auch ein Rollenspiel technisch. Ich finde es auch cool, dass diese Zauberbücher alle anders designt sind. Richtig schön. Und vielleicht sollten wir uns nochmal ein paar Dinge kaufen. Ein paar... Das Campingbedarf. Yes. Ja, er hat es doch. Sehr gut. Seil und Enterhaken kann man immer gebrauchen. Hammer und Meißel eigentlich auch. Gut, nee, ich bin besänftigt. Ja, drehen wir mal alles an den Topfel. Das Ei kriegt... Was? Ja. Gute Robe. Verkaufen wir auch. Verkaufen wir jetzt alles. Brauchen Geld. 1800. Hui. Aus dem Versteck können wir auch verkaufen. Die Frage ist, kann ich das hier rein und dann wieder zu mir nehmen? Wäre das geschummelt oder geht das? So, jetzt gehen wir wieder hier rauf und nehmen das ins Inventar. Ha! Yay! Sehr gut! Ja, das hat sich gelohnt. Das ist größer geworden. I'm here. Wir haben auch noch alle Zauber und den ganzen Campingbedarf. Und die Schriftrolle unserer Begierde haben wir auch noch. Das ist doch fein. Dann können wir jetzt zurückreisen und ordentlich aufmischen oder zumindest da reinkommen. Vielleicht. Ich guck mal kurz in die Schriftrolle. +3 Mechanik. Kann das sein, dass es genau um 1 nicht reichen wird? Mechanik 4 + 3 macht 7. Und ich glaube, das Ganze geht bei 8 los. Naja, aber wenigstens haben wir wieder 2 Dinge. Also hier 2 Bettchen. 2 Campings. Und Herr der Ringe-Musik. Also Musik, die leicht an den Herrn der Ringe erinnert. Aber auch nur so leicht, dass es schon wieder nicht passt. So, dann werden wir mal weiter Richtung Thronsaal. Und uns weiter wundern, warum Arloth zur Hecke nicht aufsteigt. Da fehlen immer noch 101, oder? Habe ich mich irgendwie verzählt. Oder steigt der schwerer auf, weil er so ein krasser Kerl ist? Kann ja auch sein.
Ja, wir sind nur auf der Durchreise. Ihr seht uns nicht. Ihr Männer im Schatten, die warten. Die grauen Wächter. Wir sind hier nur auf der Durchreise zu den tiefen Wegen. Alles kein Grund zur Beunruhigung. Ja, ach komm. Das kennen wir doch schon. So, wir sollten wieder schleichen. Weil da ums Eck lauern ja noch ein paar Wachen. Und wir wollen ja durch diese Tür. Ohne, dass man uns sieht. So, ganz schnell. Ja, getriggert. Wir sind da durchdiffundiert, bevor uns die Wachen da hinten im Nebel gesehen haben. So, dann geht das hier runter. Oder nicht? Eigentlich geht das hier runter, aber was liegt denn dahinter? Okay. Wieso habe ich das nicht gesehen? Oder haben wir das gesehen? Ist hier vielleicht... Wie heißt der denn nochmal? Lemmard, Lemar, Lamont. Ja. Rüstung, super. I'm here. Wir sollten ja echt den Eothas-Priester finden. Hier scheint noch ein fetter Raum zu sein, aber... How may I help? Berath-Akolyt. Und ein Berath-Akolyt. Offenbar. Okay. Offenbar kann man nicht mit denen sprechen. Lauf! Die Klingen singen. Du stürmst dem da entgegen. Ja, bleib stehen, Aloth. Alles gut. Du sagst mal du und verbietest einfach diese Kampfhandlungen. Du feuerst mal schön Feige von hinten. Uaiaiaiai. Oh, ein Hohepriester. Hallöchen! Das ist nicht nach das, wonach es aussieht. Es ist ein kleiner Unfall passiert. So. Ich fresse in deine Seele. Yes? Ist umgefallen. Herzinfarkt. Einfache Kleidung. Wir haben sie alle niedergemetzelt. Ja, das ist schon tragisch. Yes. Wo Akolyten sind, sind Priester. Und wir suchen hier einen Priester. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, vielleicht sind wir gar nicht so weit entfernt von unserem Tun. Nein. Wir rasten nice nicht quiet. Vor der Tür unseres Verderbens. Hier ist eine Kammer. Hui. Berath-Akolyt. Berath-Akolyt. Mach mal die Tür auf. Das sieht nach einem geheimen Studierzimmer aus. Gucken, ob wir hier vorbeischleichen können, alle zusammen. I shall be quiet as a calm sea. Which is not very cool. Das war's dann erstmal. So.